Herzlich willkommen zu 173. Folge Pyramid mit Felix Lohn. Hallo. Hallo. Sieht auch noch die Müdigkeit bei dem rein, ey. Bei dem kickt alles gerade rein. Jetzt geht's los. Bringst du nochmal 4000 Baucharbeiter bitte mit? Ich hab schon wieder vergessen, was ich holen wollte. Ich würde schätzen, irgendwas wegen Wasser, Dampfwasser, Dingsens und Wasservoiden, Dingsens. Denke ich mal. Und ein paar Maschinen vielleicht, die bei dir noch fehlen, so. Nee. Kühlturm ist das, ne? Ja. Kühlturm. Oh, der braucht ja hier. Strontium, hätte ich jetzt fast gesagt. Nur Aluminium. So, bitteschön. Was ist denn hoch, ey? Frag jetzt, wie viel Kühlturm brauche ich? Wundervolle Frage. Paar, ausreichend. Ich hab schon 12. Und dann, wie heißt das Ding? Dioline oder sowas, ne? Nee. Ich denke zumindest, dass du da drin erbeuten wirst, ja. Doline. Also nee, das heißt Dioline. DY irgendwas. Nee, Doline. Das heißt Doline? Aber davon hat man bestimmt noch irgendwas umliegen. Ich glaube, 2 oder sowas waren oben in den Kisten, oder? Das ist nur das Dampfding. Da drin sind die. Wie weit entfernt ist das von mir? Nee, das laufe ich nicht, so brauche ich sie immer. Das Ding noch punkten, ich glaube lieber doch. Alter, Wald habe ich mittlerweile kein Problem mit, aber Rohre ist hier der Endgegner. Fridolin, komm mit mir! Tag. Ich würde einmal schießen. Einmal nur. Ich hab den falschen Knopf erwischt. Ich habe dreimal auf Letters gedrückt, aber geht hier gar nicht. Das viel größere Problem ist, ne? Das Nickel-Erz 2 Millionen, das Niob-Erz 2 Millionen. Und dass da auch noch so ein paar gewisse Sachen draufstehen. Also eigentlich müsste man erstmal gucken, dass man alles, was da draufsteht, irgendwo anders erstmal hinbaut. Das heißt, das Kupfergedöns wird ja auf jeden Fall weggehen. Dann wird es aber auch noch vermutlich die Bleisache werden, die wir irgendwo anders hinsetzen dürfen. Ja, und wenn es schlecht läuft, darf Aluminium auch noch bewegt werden. Duraluminium wird auch ein Stück angefressen werden. Das ist alles ein bisschen strategisch ungünstig platziert.
Sag mal, habt ihr keine. Oder sind alle Bauroboter da gerade wieder völlig belegt? Ja. Ja. So, dann ist das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Dann kann da das gemacht werden. Ihr könnt daraus das machen, ihr macht daraus das. Und aus dem Zeug war jetzt. Das packst du auch in die Dinger mehr oder weniger direkt rein. In die Kraftzentren nochmal. Richtig. Nochmal mit Koks. Richtig. Und dann haben wir zweimal blendarisch gemischt. Sehr schön. Achso, ihr braucht ja auch noch Strom, ne? Ich meine, er fragt, ob wir gerade Robotermangel haben. Und guckt man sich unten rechts an, die Zahl ist über 1000 bei den Robotern, die wir brauchen. So, dann wäre das nächste, was dann noch weg müsste, Coke-Ofengas. Ja, aber das werden wir ja vermutlich der Einfachheit halber aktuell erstmal wollen, bis wir es dann irgendwann auch mal angeschlossen haben. Ach so, und wahrscheinlich hier oben brauche ich noch. Ach, was. Hier oben geht es noch her weg. Richtig. Das heißt, ich müsste hier oben noch Kohlegas holen. Oder woanders hin bringen. Ja. Und das Eisenoxid. Brauchen Kohlegas halt theoretisch gesehen, um Aluminium abzubauen. Aber ich sehe ehrlich gesagt kein Aluminiumfeld, was vielleicht bräuchte. Das einzige wäre halt eventuell das da, damit das wenigstens wegkommt. Aber das ist halt auch wieder ein Aufwand wie sonst, was man da alles noch Landfill-tonnenweise wieder hin darf. Obwohl unser Landfill eigentlich andere Stellen hat, wo es präferiert sein sollte, fast so. Weil wir, glaube ich, gar nicht so viel davon hätten, wie wir es da oben hinplatschen alles. Oh. Ha, ich bin mir bei vielen Sachen noch immer nicht so sicher, wie man das jetzt macht im besten Fall, ne? Ich auch nicht. Das Problem ist halt, wir werden wieder super viele Maschinen, die wir eigentlich schon in gewissem Ausmaße haben, einfach wieder neu craften, dann haben wir wieder tausende Maschinen wieder rumfliegen, so ungefähr, die wir nie benutzen werden, so ungefähr. Und wir werden halt nie so richtig und die Maschinen, die wir jetzt aktuell noch übrig haben und so, weil wir 1000 Kisten noch überall rumfliegen haben, auch nicht richtig wegbekommen. Ja, wir müssen halt irgendwann das Zeug halt mal schauen, dass man das irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber es ist ja jedem Projekt, wo du Roboter anfährst, dass unser Lagersystem jeglichen Scheiß drin hat, so ungefähr.
mit Robotersystem könnten wir wenigstens mal einmal Klatsch weg. Also die Kiste einsammeln. Bringt ja aber auch nicht so viel. Wenn wir das aus den Kisten hier rausnehmen, weil wir zu faul sind hinzulaufen oder was weiß ich. Ja, aber dann hätten wir es zumindest mal zentral an einer Stelle und halbwegs sortiert. Ja. Oh, sind wir hier leer gelaufen? Das gibt's ja nicht. Ja, aber schon seit Ewigkeiten, aber ich bin noch nie hier hingekommen eigentlich. Ach. Verdammt, Hake, was wollt ihr jetzt holen? Wenn ich raten müsste, Kraftzentren, Strommästen, Greifarme, Tanks, Roboports, irgendwie sowas vermutlich. Hatten wir die. Wir hatten noch die Strommessen irgendwo so halbautomatisch hingesetzt, ne? Wo war das denn? Da war es nicht. Wenn du die Kleinstrommessen, die, also die sind die mittelgroßen meinst, dann ist das da. Wenn du die großen meinst, dann ist das da. Ne, ich meinte die mittleren. So was könnten da fehlen. Du brauchst Holzstrommästen, Kupferkabel. Du brauchst Holzstrommästen und Kupferkabel, denke ich mal. Na gut, Kupferkabel ist noch genug da. Aber Holzstrommästen auf jeden Fall. Okay. Und sonst nichts. Eigentlich hauptsächlich Holzstrommästen. Und dann wird es vermutlich relativ schnell an so Zeug wie Stahl da scheitern. Na gut, mein Inventar sagt eh, Stahl gibt's nicht. Wobei ich aus irgendeinem Grund relativ viel Strommästen habe. Ich frage mich zwar warum, aber ja. Was hast du? Ich habe relativ viele mittelgroße Strommästen aus irgendeinem Grund im Inventar. Ich frage mich zwar warum, aber ja. So, ja. Och, der haut auch, wenn du das Zeug hier selber reinpackst, haut das gut durch. Ist ja klar, der hat bloß nie die Ressourcen dafür. Weil immer irgendwas fehlt und das sind hauptsächlich die Holzstrommästen oder halt irgendwas anderes so. Oh, das reicht. Ach, was nochmal? Ganz Inventar von diesem Strom ist mitgebracht. Ich habe mir auch das ganze Inventar noch voll. Weil es im Normalfall halt an denen scheitert. Aber ich habe auch ja. Stahl gebracht und Kupferkabel waren ja noch einigermaßen da. Ja, na dann. So, 200 Kabel sollte erstmal reichen. Brauchte ich sonst noch irgendwas da unten? Ja, Kraftzentren, das ist erstmal egal. Das Ding ist auch erstmal egal. Der Tank ist auch erstmal egal. Aber ich bräuchte Kraftzentren für die Schwerölverarbeitung. Na dann. Kraftzentrum. Ach shit, dafür brauchst du ja Turbinen. Ja.
habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, wenn es gewisse Forschungen gibt, die einen extrem reizen, sie zu bekommen, und dann aber feststellt, ah, wie schön, noch neue Wissenschaftspakete bis dahin herstellen, so ungefähr. Toll. Das macht dann Spaß. Ich glaube, das Wissenschaftspaket haben wir nicht mal bisher. Weil das erst. Kann man es damit? Nein, doch. Muss es doch, oder nicht? Oh, keine Rohre mal wieder. Ach doch, das haben wir irgendwo schon. Nexelitplatten waren die Dinger, die du oben mal irgendwann so halb nebenbei aus Versehen gemacht hast, so, ne? Ja, genau, das waren die Dinger. Gummi haben wir theoretisch gesehen ja auch, wenn wir es uns klauen würden, zumindest. Ist aktuell so relativ viel mal von da. Weil es mal wieder an denselben Sachen wie immer scheitert. Duraluminium, cool. Es würde vermutlich, wenn man es drauf anlegt, an den optischen Fasern, Leiterplatten 2 und Stainless Steel scheitern für die Chemiepakete. Okay. Und an Stainless Steel wird sich nicht länger scheitern. Dafür brauchen wir Molten Steel, Nickelplatten, Phosphatstein, FECR-Legierungen, Jodplatten, Schwefel, Kupferplatten. Also wie viele Sachen willst du denn auf einmal in ein Ding reinpacken? Und dann brauchst du auch noch, weil das ja noch nicht reicht, um das herzustellen, musst du auch noch so eine Aramid-Fiber herstellen. Die brauchen auch nochmal sechs Produkte oder sowas, um die herzustellen. Cool. Alter. Die optischen Fasern sind machbar. Brauchst halt entweder Melamin oder irgendwas anderes, um Kunststoff herzustellen. Aber Und dann Melamin halt haben wir doch schon. irgendwo, ja, aber ich weiß nicht wo. Aber dann brauchen wir auch noch so eine Kevlar-Überzug und NBFE-Legierung und so ein Zeug halt. Wow, wir Und dann lernen halt die noch dran. tollen Leiterplatten. Das wird noch ein richtig großer Spaß. Erstmal beim Einschlafen. Mann, ey, das ist zum Kotzen, ist das. Da echt ist das so viel noch. Okay. Ach so, und dann hier natürlich auch. Warum frage ich denn überhaupt? Was wollte ich jetzt hier verarbeiten? Kohle, Schweröl, ne? Schweröl wolltest du zu Strom machen, ja. Oder zu dem Ding da bumsens, ja. Ich könnte das Kohlegas theoretisch auch zu Strom machen. Ja, aber dann hast du wieder noch mehr Platz, das du verbrauchst, aber es ist besser als Voiden im Normalfall. Aber die Frage ist, wie viel Strom wir haben. So zu dem Zeitpunkt, bis du mal halt das alles größtenteils fertig hast. Ich meine, du wirst ja dann nicht nur die zwei Sachen jetzt setzen, die du jetzt hast, sondern auch noch vermutlich ein, zwei mehr. Der ganze Block voll. Richtig.
Und wenn man das bedenkt, ist die Frage halt, ob man Kohle, Gas und so das braucht. Das Traurige ist, dass es sogar vermutlich fast reicht, wenn wir das Methan auch wollen, so ungefähr, und nur aus dem Schweröl das Zeug machen, weil du halt einfach ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch noch zweier Turbinen und so ein Zeug da reinsetzt. Und dann kriegst du ja nochmal deutlich mehr. Ah, Kohle, Gas, nein, wo ist denn das? Hä? Schmiermittel, nein, Kerosin, Hydrogen, Schweröl. Ach nee, das funktioniert gar nicht. Schweröl, wo ist es jetzt? Rohöl. Schweröl. Ah, hier kommt auch wieder Dampf raus. Geil. Sich erledigt, kann da nicht hin. Kraftzentrum, das Ding. Aus Schweröl. Das denke ich mir auch öfter. Wie viel habe ich ihn dazwischen gelassen? 1, 2, 3, 4 dazwischen. Und bei dem 2 war eigentlich relativ optimistisch. So, dann machst du daraus Schweröl. Und du machst aus Kohlegas. Den Kram. So, da kommt 500 Grad raus. Und da kommt 800 Grad raus. Ihr wollt mich doch foppen, ey. Mann. Da kommt 60 Grad Dampf raus. Also. Und wenigstens der Dampf passt. Ist natürlich nur die Frage, ob ich hier jetzt alles reinbekomme.
Okay, dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.